So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen featuring Mama gönnt sich, ne, weil das Muttertier ist auch da. Ich habe ja vor langer Zeit mal, Hallo, habe ich dich gar nicht zu Wort kommen lassen, ne. Die muss ja immer mal was sagen, damit es nicht so langweilig wird. Letztens hat einer unter ein Video geschrieben, das war ja langweilig. Da hat sie gleich ihre komplette Existenz in Frage gestellt und wollte seitdem nie wieder Videos machen. Jetzt ist sie zurück, jetzt sitzt sie hier, denn ich brauche einen Partner für diese Soda-Pop-Flaschen. Das sind so viele Sorten und die sehen so gut aus von den Farben her und die Geschmäcker sind hoffentlich auch interessant. Was ist das überhaupt? Ich habe letztens mal ein Paket bestellt für 340 Euro. Da waren alleine 80 Euro Zoll, da waren 180 Euro Versand und der Rest war Produktwert, Warenwert, weil das eine Firma war in Kanada, die haben aber trotzdem nach Deutschland geliefert. Eigentlich habe ich das bestellt, weil ich diese Hottest Sodas on Earth bestellen wollte, die der Badlands Chucks bei sich mal probiert hat, aber dann war das eben von der Soda-Pop-Industrie, von den Soda-Pop-Bros. Und die haben auch eigene Soda-Produkte, Soda-Getränke und das sind die, die hier stehen. Deswegen habe ich von jedem immer mal eins mitgenommen. Ich möchte euch das ganz kurz hier von der Seite mal zeigen. Guckt euch doch die Farben an, wie schön das aussieht. Alles bestimmt schön mit Farbstoff, mit Zucker, ich glaube sogar mit Kohlensäure. Und ansonsten, weiß ich nicht, ist das einfach ein super geniales Bild. Jetzt stellen wir euch wieder hier hin. Die Farben sind sehr schön, ja. Ja. Als ich das Unboxing gemacht habe, habe ich ja auch jedes einzelne nochmal von hinten gefilmt und gegen das Fenster gehalten, dass man da nochmal schön reingucken kann. Ich habe mir ein Feuerzeug besorgt, aber sehe gerade, da steht drauf, Twist Off. Also wahrscheinlich kann man die einfach mit der Hand aufschrauben. Und jetzt fangen wir an mit der ersten. Wir werden kurz jeder einmal probieren. Am Ende werde ich mir alle Sorten zusammenschütten und das dann so trinken. Weil es ja aus Kanada ist, habt ihr auch immer auf der Flasche oben hier dieses kanadische Ahornblatt. Ihr habt bei jedem draufstehen The Pop Shoppe, ne? Shoppe, The Pop Shop. Das heißt, die Stöpsel kann ich wieder für ein Bierschanker aufbewahren. Dann finde ich es schön, dass die eher so durchsichtige Etiketten haben, wie beim Corona-Bier und immer bestimmte Sorten. Das ist The Pop Shop mit Black Cherry, also Schwarze Kirsche. Da ist auch nochmal alles drauf und das ist das Erste, was wir jetzt probieren. Pop Shop Black Cherry. Mach mal eins auf. Das klingt gut, das zischt kurz. Da hoffe ich, dass da jetzt nicht zu viel drin ist. Wir haben das jetzt eine Dreiviertelstunde vielleicht im Gefrierfach gehabt. So, ich schenke dir ein kleines Gläschen erlesenen Wein in dein Glas. Dann stellen wir es zurück. Die Lücke bitte immer freilassen wie die Flosch. Aber wenn ich zwischendurch mal husten muss, geht, tut mir leid. Mach ruhig. Ich bin noch nicht ganz so gesund. So sieht das jetzt aus, wenn es im Glas ist. Wenn man es hier dagegen, also man sieht überall schön die Perlen. Man sieht die Perlen, das ist der Black Cherry. Ja. Es riecht auf jeden Fall sehr nach Kirsche, sehr süß, wie so eine Cocktailkirsche, wie oben immer aufs Eis drauf kommt. Und ja, würde sagen, Prost, probier mal. Prost. Sag mir da mal, wie es hier schmeckt. Ich habe die auch noch nie probiert, deswegen muss ich mal gucken. Schmeckt es nach Kirsche? Nein, nach Kirsche schmeckt es, also Kirsche schmeckt so. Deswegen mag ich Kirschen eigentlich auch nicht so besonders gerne. Alles, was mit Kirsche ist. Ich bin auch nicht so der Kirschfreund. Nee, deswegen, weil das hat so einen eigenen Geschmack, die Kirsche. Also. Ich finde auch, es ist sehr süß. Ja, süß ist es. Aber ich finde, es schmeckt trotzdem gut. Es ist, also mir gefällt es, obwohl ich kein Kirschfreund bin. Es prickelt ein bisschen durch die Kohlensäure. Mir ist es aber nicht zu viel Kohlensäure. Ich fand es gerade erfrischend, diesen Schluck, auch wenn der süß ist. Stimmt. Es ist nicht zu süß. Also es gibt Süßeres noch. Also, wenn du jetzt eine ganze Flasche trinkst, vielleicht ist es vielleicht zu viel. Aber so zwischendurch immer mal so einen kleinen Schluck sich einteilen, über den Abend verteilt, an so einer Flasche immer mal ein bisschen nippen. Und wenn schön kalt. Vielleicht ist das auch, wenn du aus der Flasche trinkst, schmeckt das vielleicht ja auch nochmal anders. So.
Also Kirsche habe ich eigentlich nichts erwartet, aber fand ich jetzt schon gut, hat mich jetzt schon überzeugt. Also bin ich sprachlos. Jetzt weiß ich nicht, wie lange ich warten soll, bis du über deinen Schluck weggetrunken hast, weil ich kann ja nicht weitermachen, wenn dein Glas nicht voll ist. Da sind wir wieder beim... Wenn es nicht leer ist. Ich dachte, so. Das ist hier leckeres Bier-Tasting und dann muss man immer so schnell trinken oder was? Ich möchte ungern halt schneiden. Das soll eigentlich immer alles uncut da rein. Es war lag jetzt dran, weil es nicht deine Sorte war. Wenn du willst, kann ich dir auch weniger einfüllen. Dann bleibt ja mehr für mich am Ende, wenn ich da mal was trinke. Also Black Sherry, sehr gut, muss ich sagen. Ist besondere Sorte, findest du so gar nicht. Alles, was irgendwie Kirsche ist, ist bäh. Ja, aber das ist mal ein Soda mit Kirschgeschmack, mit schwarzer Kirsche, was ich sehr interessant finde. Und es ist auch wirklich nicht zu süß, also es geht. Habt ihr aber die nächste Sorte, habt ihr auch natürlich hier wieder schönes Etikett. Es ist wieder so eine schöne gläsrige Flasche, durchsichtig. Eisblau. Was wird das wohl sein für eine Sorte? Aus dem Bauch heraus, es ist gut, wenn dir nichts einfällt, sag ich. Nee. Es ist Cotton Candy. Cotton Candy müsste eigentlich Zuckerwatte sein, oder? So. Cotton Candy müsste Zuckerwatte sein, also Zuckerwattengeschmack. Machen wir auch auf, zischt auch gut. Und das macht jetzt nichts, dass da immer noch so ein Rest, also so ein... Musst du halt nochmal trinken. Wir können ja jetzt hier nicht 30 Gläser hinstellen. Nee. So, ich schenk mir das jetzt auch wieder hier ein. Ich gebe dir auch weniger. Wahrscheinlich ist es genauso viel. Oh, da ist die Flasche schon leer. Wir müssen auf jeden Fall immer noch was übrig lassen, auch für Sandra. Die möchte auch probieren. Aber Zuckerwatte. So sieht es also aus hier in dem Glas. Ich finde, das kommt schöner zur Geltung als die Black Sherry, weil die war halt aber so richtig schwarz. Farbe. Die Farbe sieht gut aus. Mhm. Ich würde sagen, dann Prost. Wie das blaue Meer. Prost. Und riech mal dran. Riechen tut es auch interessant. Ja, ich finde es unangenehm, weil ich finde, es ist... Ja, das riecht halt einfach wirklich nur sehr süß und bäh. Also das andere war irgendwie ein bisschen fruchtig auch vom Geruch, weil es eine Frucht war. Aber Zuckerwatte ist ja keine Frucht und deswegen, wer Zuckerwatte mag, der wird das lieben. Ich bin jetzt nicht so der Zuckerwattenfreund, aber wenn es nach Zuckerwatte schmeckt. Könnte auch eine Waffel sein. Eine süße Waffel. Ich guck einfach mal, was es ist. Ja, der Geschmack an. Zuckerwatte. Ich finde, es hat ein bisschen was irgendwie von einem Rotbier. Das kann man auch nicht wirklich beschreiben. Ich finde, den Zuckerwattengeschmack hat es meiner Meinung nach trotzdem gut getroffen, gerade im Abgang. Das habe ich hier habe ich auch nochmal im Abgang, war das irgendwie anders nochmal als direkt beim Trinken. Es hat wieder leichte Kohlensäure. Ist erfrischend, prickelnd, aber es wäre nicht mein Geschmack. Es wäre was ich jetzt nicht nochmal kaufen würde. Einmal testen, okay. Aber ja, es erfüllt das Zuckerwatten-Geschmacksartige, was man erwartet, wenn man Zuckerwatte isst, was halt einfach nur ein bisschen babbig und süß mit... Ich finde, der Geschmack ist auf jeden Fall gut getroffen. Aber Popcorn schmeckt auch so ähnlich, oder? Oder so, irgendwie so vanillemäßig, also irgendwie so ein... Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe überhaupt noch keine Zuckerwatte, Zuckerwatte gegessen. Nee, wirklich nicht. Und deswegen weiß ich nicht, wie Zuckerwatte schmeckt, aber das ist irgendwie, hat es so einen besonderen Geschmack. Also ich finde Popcorn auf jeden Fall besser als Zuckerwatte, weil du hast ja mehr zum Kauen drauf rumbeißen, dann hast du das Buttrige immer dabei, dann gibt es ja auch salziges Popcorn oder was weiß ich hin und her. Aber Zuckerwatte ist ja, es klebt ja einfach nur komplett. Und ist nichts, du beißt drauf und dann ist es eigentlich schon weg, weil es sind ja nur Spinnweben sozusagen. So, das nächste ist rosa. Du kannst ja schon mal überlegen, was du denkst, was das für eine Sorte ist. Machen wir es nämlich jetzt andersrum. Guckt euch die Flasche wieder an, wie das hier aussieht. Das ist so, das sieht, die Flasche schwitzt, das ist gut. Ja, schwitzende Flaschen machen ihr Ding. Von 1969, das ist super, das müsste bei allen draufstehen. So, was sagst du denn? Hast du jetzt was? Um euch nochmal zu zeigen, Black Sherry, damit ihr wisst, dass das Sherry war, sind da extra zwei so süße Kirschen drauf. Bei Cotton Candy, der Zuckerwatte, war hier eben dieses Waffelhörnchen, das gefüllt ist oben, mit wattriger Zuckerwatte. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Und hier
hast du einen Kaugummiautomat drauf. So, denn das ist Bubblegum. Hm. Das finde ich auch von den Designs her schön. Der Kaugummiautomat, richtig oldschool, wie man ihn so vielleicht kennt. Hat sogar ein Gesicht. Guck, süß, um die Ecke. Machen wir mal auf. Zuckerwatte, Bubblegum. Also, da merkst du, das ist nicht von uns. Das ist von woanders. Da gibt es Sachen, die gibt es hier gar nicht. Bestellt am besten auch mal bei den Soda Pop Bros und bezahlt 340 Euro für ein paar Getränke. Ja. Und dann freut euch. Ich hab dir wieder ein bisschen weniger eingeschenkt. Stell das jetzt hier aber wieder zurück. Halt sie da vor uns. Naja, ist zart. Es Zartrosa. Ist zart, aber die beste Farbe war das Blaue wahrscheinlich. Ja, also so farblich ist es nicht so besonders, ne? Aber es ist halt so rosa, zartrosa irgendwie. Ja, riecht halt nach diesem Tutti Frutti Kaugummi. Oh, der Geruch ist nicht so gut. Wenn dir da kleine Kinder entgegenkommen und die ganze Zeit. Und dann schmatzt doch nicht immer zu, auf Kaugummi zu kauen. Und dann riechen die so aus der Fresse. Also das, so ist das. Darf man Fresse sagen? Nein, das darf man nicht. Aber The Rock darf das. Der darf nämlich alles. Das Video gesperrt. So, Prost. Ich hab gesagt, wir stoßen immer vorne an. Und jetzt haben wir es schon wieder vergessen. Dann waren wir schon wieder hinten. Also ist er wieder egal. Mal gucken. Wie frischer Kaugummi von der Rolle mit einem fruchtigen Fruchtgeschmack, der dieser Tutti Frutti Dings oder ist jetzt was ich jetzt nicht unbedingt brauche als Getränk. Nee, als Getränk nicht. Aber Kaugummi so ist es auch nicht, aber ich finde diese Note, der Geschmack ist wirklich wieder so gut getroffen, dass wenn du wirklich so ein Süßigkeitenliebhaber bist, dann sagst du, wow, wozu soll ich noch kauen, wenn ich es einfach schlucken kann? Ne? Also die Farben, die Designs, die Aufschrauben, bam, also das ist eine Geschmacksvielfalt. Deswegen bin ich besonders gespannt, was die anderen Sorten noch sind. Die habe ich nämlich schon wieder vergessen, weil es schon so lange her ist. Was fandest du jetzt schlimmer? Zuckerwatte oder Bubblegum? Schlimmer. Na, das ist ja beides nicht so deins, hast du gesagt. Ja. Kirsche war wahrscheinlich noch das am besten zum Trinken so. Bevor ich diese komplizierte Fragen stelle, wir können auch noch weitermachen. Ja, mach lieber mal weiter. Vielleicht kommt ich suche dir eine, wo du sagst, ach, die schmeckt gut. Das ist grün, das was ist wird denn grün das sein? Das ist schon mal eine schöne grüne Farbe. Das ist bestimmt was mit Apfel, hä? Oder Limette, hä? Ja. So schön grün, guckt euch das an. Was ist da? Dabei ist es ganz was anderes. Ja, Apfel hätte ich gut gefunden. Hier ist da irgendwie so eine Limette drauf, die einmal in der Mitte durchgeschnitten ist. Und Limette ist ja dann immer so säuerlich und brutal. Es ist Lime Ricky. Lime Ricky von The Bob Shop, also The Bobs und The Shops. Kann ich mich auch mal gucken, wie es aussieht? Hier. Ach so. Oh, die hat auch ein Gesicht, ey! Warte mal. Auch die Kirschen haben ein Gesicht. Guck, die Zuckerwatte hat ein Gesicht und der Kaugummiautomat, alles hat ein Gesicht. Alles sieht freundlich aus und lacht dich an, damit die kleinen Kinder sagen, Mama, kann ich noch einen Pop-Shop? Was? Ach, pack's einfach ein, Kevin. Es ist doch gut, wir fahren sofort zurück. Das ist wichtig. Und dass das grün ist. Das sieht so giftig und verstrahlt aus. Also das ist bestimmt säuerlich. Bestimmt. Da verwende ich alles. Aber oh, ist fritsch cold, ne? Würde The Badlands sagen. Aber die Farbe, ne, erstmal riechen. Naja. Riecht wie Lime, Wie altes Spülmittel. Die Farbe ist natürlich grüne Wiese. Guck dir das an. Oder? So muss was aussehen. Das ist richtig toll. Grüne Wiese ist doch eher dunkel. Na gut, aber das leuchtet ja richtig. Ja. Das leuchtet, das gleich Radioactive Man. Also ich kann Badlands verstehen, dass der immer so gleich eine ganze Flasche auf X trinkt. Weil ich muss sagen, wenn ich trinke, es ist so erfrischend immer noch. Wieso ich nie auf die Idee gekommen bin, eine Stunde vorher die Sachen immer ins Gefrierfach zu packen, bevor ich es trinke. Es ist so toll. Und dann setzt du ab und dann hast du den Geschmack. Als wenn du das hier so den Geschmack, den du nicht unbedingt nochmal möchtest, weil du nicht so der süße Typ bist. Aber beim Trinken ist das trotzdem gerade Balsam für die Seele. Na. Boah, ich hab's. Na. Ich hab's. Ich setze es ab und denk sofort an Dextro-Energien. Da
gab es doch diese Kistchen, also diese viereckigen Tafeln, wo mehrere aufeinander waren. Du musstest immer eine rausnehmen und die Folie abmachen und durchbrechen und das dann essen für die Vitamine im Körper, dass du da sowas hast, so Dextroenergie. Nicht die kleinen Minis in dieser Raschelpackung, sondern die, wo jedes einzelne in so einer blöden Folie mit so einem roten Streifen eingepackt war. Und das war ja immer irgendwie hier mit Vitamin C und mit Multivitamin und mit Magnesium und mit bla. Auch wie wenn du hier solche Brausetabletten hast. Aber hier, ich habe original jetzt dieses Gefühl gehabt, ich esse so ein Dextroenergen, was meinen Kreislauf ankurbelt und mich hochfährt und sagt, jo, was geht ab? So hatte ich das gerade. Weil das auch so irgendwie mit wahrscheinlich Zitronen-Limette-Geschmack so ähnlich gemacht ist. Ja, da gab es hier verschiedene Geschmäcker. Ja. Aber was du alles gegessen hast... Früher. Und weil du das gekauft hast. Nee, das hast du mir auf mein Butterbrot geschmiert, ja, genau. Und seitdem bin ich so, wie ich bin. So, ja. Während du versuchst, mich schlecht darzustellen und ich dich versuche auch dir die Schuld zu geben, kommen wir mal zu dem gelben. Ach, gelb? Na, das ist ja jetzt bestimmt Zitrone. Zitrone. Aber wir hatten ja schon Limette. Ich hätte mir jetzt Banane gewünscht, aber Banane schmeckt immer muffig und eklig. So, wir drehen es rum und was ist es? Es lacht dich an und es ist Pineapple. Ananas. Ananas, genau. Schön Ananas. Gelb, guckt euch das an. Gelbe, nasse Anna in der Flasche. Ach, ist Anna. Das schön, oh mein Gott. Das, eigentlich muss man jedes Mal die Kamera rumdrehen und es nochmal gegen das Licht halten und abfilmen, aber dann brauche ich wieder eine Stunde, um sie wieder hinzustellen. Achso, das darf Pupsi nicht trinken, die ist ja irgendwie allergisch gegen Ananas. Okay. Da kriegt sie immer Ausschlag an Stellen, wo man gar keinen Ausschlag kriegen kann. Deswegen stellen wir es schnell wieder zurück, gehen wieder vor. Guckt euch das Gelb an. Sieht schon fast aus wie das Grün. Ja. So, deswegen Prost, schnüffeln. Oh, das riecht wie diese Fruchtgummischnüre. Ja. Apfel oder Erdbeer, also irgendwie so gemischt. Ananas. Ananas riecht's nicht. Wenn ich beim zweiten Mal rieche, riecht es plötzlich nicht mehr so nach Fruchtgummischnüren, aber... Beim ersten Mal hast du wirklich gedacht, diese Hitscher-Schnüre, weil du dich nicht entscheiden kannst, kaufst du immer Apfel und Erdbeer, tust alle auf einen Haufen und isst die einfach rein. So riecht das. Mhm. Prost. Haben wir schon. Haben wir schon? Ja. Wieso war das eine jetzt? Nee, das ist nix. Also dir schmeckt's vielleicht, aber... Oder also nach was das jetzt schmeckt, weiß Ananas. Ich gar nicht. Ich finde, alle haben bisher genau das erfüllt, was drauf stand, aber hier, ich habe jetzt kein Ananas-Feeling gehabt. Und dann ganz am Ende, beim Abgang nochmal, wenn du nochmal so auf deiner Lippe rumschnallst, dann... Vor allen Dingen habe ich den Geruch in der Nase. Also sieht gut aus, weil es gelb ist, aber ich finde, das ist jetzt nicht so fruchtig und lecker, wie man sich das vielleicht denkt, aber vielleicht ist es... Ist ein bisschen mehr süß. Vielleicht ist es natürlich und deswegen ist ein Ananas nicht so extrem. Und wenn du dir irgendwie was anderes kaufst, wo Ananas dann draufsteht, da ist es nachgeholfen und deswegen ist das dann immer so kräftig, aber das hat ja so einen leichten Geschmack einfach nur, dass ich das jetzt gar nicht hätte zuordnen können. Stimmt. Naja... Gucken wir mal das nächste an, weil das ist ja jetzt orange. Was wird wohl in einer orangen Flasche drin sein? Orange. Es ist halt orange. Kräftig orange, dunkelorange, aber für Blutorange ist es wieder zu hell. Es ist auch, ja, es ist eine Orangenscheibe mit auch einem Smiley drauf, mit einem Gesicht drauf. Guckt euch das an. Orange, also mit Gesicht. Wir machen es auf. Bei Orange, da denkst du jetzt, okay, das ist Fanta. Könnte aber auch, ja, Fanta oder... Fanta ist ja Mandarine. Eine Orangenlimonade. Ja, wird ja aber Mandarin draufstehen. Ja, das ist halt eben, extra aber für es sich. Hätte Mandarin sein können, ist aber Orange. Also denkt man jetzt, es schmeckt wie Fanta und irritiert einen, weil Fanta ist ja einfach immer gelb und das ist halt so kräftig orange. Also, vielleicht ist nicht die Frucht gemeint, sondern einfach nur die Farbe. So, wir gehen wieder vor, wir zeigen, dass das orange Farbe hat. Dann gehen wir wieder zurück, aber weil ich hier mal das Drücken vergessen und dann Prost. Und wie riecht's? Nach Orange? Hab vergessen zu riechen.
Also Orange ist ja eigentlich überhaupt nicht mein Fall. Ich meine, ich esse mal eine Orange, ja. Weihnachten, aber ansonsten. Dadurch, dass man immer Orangenlimonade hat und die halt komplett anders schmeckt wie das, aber Orangenlimonade auch nicht schmeckt wie eine frische Orange, mich erinnert das an diese komischen Süßigkeiten, Lutscher-Dinger, die es mal gab, die so eine Form haben wie eine Scheibe Orange, aber an einem Stiel als Lolli, die man schlecken konnte. Die haben auch so einen penetranten, muffigen Orangengeschmack gehabt. Nicht so einen extrem fruchtigen, aber so ein bisschen derben. Ich finde, das hat auch sowas. Vielleicht ist das aber auch jetzt wieder natürlicherer Orangengeschmack. Aber wir kennen nicht den natürlichen, wir sind so von Fanta verblendet, dass wir immer denken, es muss gelb sein und so, hey, und dabei ist es eigentlich brrr. Weil ich finde, das ist brrr. Kann ich nicht beschreiben, aber ich finde nach Ananas ist das da auch eins, was ich jetzt nicht so gut finde, was mir jetzt nicht so gut schmeckt. Und ja, was war denn eigentlich das Beste dann? Limette? Nee, kann gar nicht sein. Ich bin doch kein Limettenfreund. Also bisher braucht man nichts nochmal, haben wir uns schon geeinigt. Auf keinen Fall. Wir haben es die ganze Zeit alles positiv und gut geredet und kommen jetzt zur Erkenntnis, dass alles Müll ist. Also das macht gar keinen Sinn, aber so habe ich Zeit geschunden und kann jetzt mal gucken. Wir haben nämlich jetzt ein rotes. Erdbeer. Verdammt. Du sagst Erdbeer, ich hätte gedacht Kirsch, aber wir haben ja schon mal Kirsch gehabt. Guckt es euch einfach mal kurz an. Oder Himbeer. Lasst es auf euch einrieseln. Seht ihr, was da drauf ist für eine Frucht? Da ist keine Frucht, aber es hat ein Gesicht. Da ist ein Kackhaufen. Und das ist ein Cream Soda. Also, was ist denn Cream Soda? Es ist ein Cream Soda. Warum ist Cream Soda in dem Beispiel aber rot? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nur einfüllen. Cream. Ist das beim Einschenken? Ist das schon wieder so richtig pervers? Also das kann keineswegs gesund sein. Da ist aber bestimmt viel Farbstoff dabei. Also ist ja in allen. Ja, aber das. Guck, wir sagen die ganze Zeit, wie schön die Farben sind, ja, und jetzt meckern wir rum. Da ist doch überall Farbstoff drin. Mann, ist das schädlich. Aber es ist schön von der Farbe, wenn man von oben so guckt. Das könnte auch nochmal ein schöner, heftiger Wein sein. Aber wenn da jetzt zum Beispiel keine Frucht, die rot ist, drin ist, Krims, zum Beispiel Erdbeer oder Himbeer, dann kann ich mir die Farbe überhaupt nicht erklären. Ja, riecht cremig. So, ich trinke meins schnell. Ich finde, es riecht genauso wie das andere vorher. Naja. Ich finde, es schmeckt schon wieder wie so ein Rotbier. Also es ist irgendwie... Na, Rotbier ist direkt ein Getränk, was so gibt, was kein Bier ist, aber irgendwie komisch schmeckt. Und ich kann jetzt schon sagen, hier ist auch ein Rotbier dabei. Da wirst du dann merken. Also es fängt an und will süß werden, aber es geht nicht in so eine brachiale Richtung, sondern wird cremig im Abgang. Und es schmeckt auch irgendwie cremig. Nimmt die Süße wieder weg. Ich finde es interessant. Es schmeckt wie, wenn man jetzt ein Eis isst mit einer Waffel, also ein Waffeleis. Also eine Waffel mit einem Eis drin, mit so einer Eiskugel drin. Und irgendwie so ein Geschmack hat es. Ein Eis mit einer Waffel, also ein Waffeleis. Mit einer Waffel dran und drin und Eis aber auch drauf. Ist das jetzt gut oder schlecht? Naja, jetzt als Getränk, als Erfrischungsgetränk ist es nicht so gut. Das ist zu süß und das kommt dir ja dann so vor, als würdest du die ganze Zeit irgendwelches Gebäck essen oder irgendwelche Plätzchen und das ist nichts zum Erfrischen oder Abkühlen, weil das Plätzchen irgendwie so flammig dann dran ist. Also zum Probieren und Genießen mal so, aber mehr. Ich glaube, die ganze Flasche, dann hast du auch wieder Bauchschmerzen. Mann, haben wir es schon wieder schlecht geredet jetzt. Oh mein Gott. Dann kommen wir schnell zum nächsten. Da denkt ihr vielleicht, das ist schwarz. Aber wenn man mal so oben reinguckt, sieht man, das ist lila. Das ist bestimmt Heidelbeer oder sowas. Oder Schwarz-Johannisbeer. Das ist so lila, das ist so gedingst und da ist ein... Das ist Grape. Da siehst du Traube. Da ist nämlich das Gesicht drauf von einem Bündel Trauben. Och. Ja, das sind rote Trauben. Und deswegen habt ihr da ein Bündel Trauben drauf. Und die zeigen euch...
Oh, das. Im Kaufland gibt es immer Grape Soda in der Dose. Das kaufen wir oft. Und am Geburtstag hat Thomas auch hier Grape Soda aus dem Teegut sich gekauft und ich auch. Und nächsten Tag habe ich mir nochmal Grape Soda mitgenommen aus der Dose. Uiuiui. Und das heißt, den Geschmack an sich bin ich eigentlich gewohnt. Deswegen bin ich mal gespannt, weil das ist jetzt hier richtig. Also wir sehen das wahrscheinlich wieder besser als ihr. Da ist hinten so ein, der Kreis außenrum ist richtig lila. Ja. Bei euch ist es jetzt, naja, ihr seht vielleicht nur schwarz. Wir sehen aber das Lila. Das sieht schon interessant aus. Da erwarte ich jetzt wieder was Fruchtiges, aber auch irgendwie wieder säuerlich, weil es ja Trauben sind. Nein. Schmeckt aber auch wieder cremig. Das Grape Soda, Cream Soda, Grape Cream Soda mit einer nach Traube. Niemals nach Traube. Nee. Das Grape Soda schmeckt aber so, was es in Dosen gibt. Also da haben sie ja genau das nachgemacht. Oh. Aber dass es nach Trauben schmecken soll, habe ich bei dem Grape Soda auch so nie gedacht. Deswegen kann ich gar nichts dazu sagen. Das schmeckt irgendwie so. Dann warten wir jetzt, künstlich, bis die Mama irgendwie versucht hat, ihr Glas auszutrinken und stellt schon mal das nächste vor, weil es ist für sie jetzt wahrscheinlich das Beste von hinten. Ja, also das Schlechteste. Das ist das Schlechteste, weil es überhaupt, das hat einen Geschmack wie. Wieso ist da keine Cola Ahnung dabei? Was ist das? Warum machen die das? Wir haben noch ein schwarzes und wir haben noch ein weißes, die ich mir fürs Ende aufgehoben. Ich kann ja dich ein bisschen anspornen. Verstehe ich nicht. Wie ein Lederkoffer. Wir haben ein weißes. Das ist kein Lederkoffer. Das ist ein weißes. Das könnte jetzt so Wodka Gorbatschow auf Eis sein. Kokos oder ja. Kokos. Da hätte ich jetzt gedacht, das ist Ananas, ist weiß, genau. Ja. Ey, was siehst du da? Da ist ein Eis drauf, was dich angrinst. Und da steht einfach nur Rocket Blast. Was ist Rocket Blast? Also es wird undefinierbar. Das Bild ist wieder cool, weil da ist Eis am Stiel. Das aussieht, als setzt eine Hose an und eine Mütze auf und lacht. Dabei ist es so ein dreigeteiltes Eis. Das ist Rocket Blast. Wir machen es auf. Oben kommt der Undertaker raus. Geil. Dann schenkt man es ein und jetzt verfärbt aber, sich ja, alles. Ja, jetzt hast du natürlich. Oh, wie riecht das denn? Kräftig. Was soll das sein? Ein Eis? Rocket Blast. Oh, das riecht ja. Das riecht wie Prime. Wie jedes Prime-Getränk, so riecht das. Es hat sich leider jetzt ein bisschen verfärbt, weil es war ja komplett weiß. Prime ist auch immer weiß, wenn man das trinkt. Meistens. Also ich kann den Geruch gerade nicht beschreiben. Vielleicht fällt es mir ein beim Geschmack, wenn ich es schmecke. Nee. Das erinnert mich an was. Ich kann mir nicht sagen, an was. So einen Schluck probieren. Ja, du findest hier halt auch nichts Deutsches drauf und deswegen kannst du dazu auch nichts sagen. Da ist drin Carbonated Water. Also eigentlich Wasser mit Kohlensäure. Das ist schon die ganze Lösung. Carbonated Water. Ja, es schmeckt irgendwie süß, aber flacht gleich ab und schmeckt geht in irgendeine. Nach Pflaume. Papprichtung rein. Pflaume? Doch, wenn du Pflaumen eingekocht hast und so. Also, mach ich nicht. Und du isst die dann, da haben die irgendwie so einen Geschmack. Was war das letzte? Mit dem Saftgeweih. Also wie. Ja. Ist es jetzt gut oder? Besser als Grape. Mm.
Also ich kenne den Geschmack, ich weiß nicht was, sonst hätte ich gesagt, schmeckt wie das, mir fällt es nicht ein, ich kann es euch nicht sagen, ich muss auch weitermachen, und dazu kommt gleich, ne? Deswegen habe ich noch eins übrig. Naja, wie gesagt, ich erinnere es an Pflaume, aber auch nicht wirklich. Ich finde, es schmeckt vielleicht nach Kunst. Weil es nach Kunst schmeckt und nicht so künstlich, das gar nicht so mag, ist es so wieder was. Vielleicht ist es auch dadurch, dass man mittlerweile so viel durcheinander getrunken hat und man schon halb Bauchschmerzen hat und alles zusammenklebt, weil es trotzdem alles süß ist, dass man jetzt eigentlich nur noch Babbe schmeckt und Babb satt ist. Deswegen haben wir ja noch das Letzte. Aufmerksame Zuschauer wissen jetzt schon, was das Letzte ist. Weil ich es vorhin schon verraten habe. Als ich gesagt habe, keine Sorge, da ist auch ein Rootbier dabei. Weil er doch kein Rootbier war, ist natürlich das Letzte das Rootbier. Guck, sogar ein Bierhumpen mit einer Schaumkrone und da steht Rootbier drauf. Das hat jetzt eine Farbe wie eine Cola. Da ist der Bierhumpen, auch mit Smiley. Da steht Rootbier. Das machen wir auf. Dann ist es aber Schwarzbier oder was? Nein. Hier, Holzlackierung. Mahagoni. Also, ja, das riecht wie wenn ich in den Laden reingehe und will mir neues Laminat verlegen. Das ist Rotbier. Und so schmeckt das auch. Das ist ganz bekannt. Es gibt so viele Hersteller und Firmen, die Rootbier exklusiv in Dosen vertreiben, in den Handel bringen. A und W Rootbier habe ich auch mal getestet, glaube ich, bei Ramses Kitchen. Und ja. Ja, die Farbe. Das ist sehr speziell, ne? Sieht aus wie Schwarzbier oder Cola. Ja, wie Cola. Es ist aber kein Bier, es hat kein Alkohol. Es ist eine Limonade. Bier, also wer Rootbier hört, dann denkt, da kann er sich mit umschießen. Ja, wenn du zu viel trinkst, fliegst du auch ins Krankenhaus. Es riecht halt wie Arznei. Ja, wie Arznei. Ich glaube, ich kann nichts mehr trinken. Oh. Aber man gewöhnt sich an den Geruch. Dann kann man nicht mehr ohne. Habt ihr schon mal am Rootbier gerochen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja, es schmeckt halt wirklich scheußlich. Es schmeckt halt wirklich erinnert's mich aber auch giftig, an was. Verboten. Jetzt darf's nicht sein. So schmeckt es. Solange du da dein Rootbier noch süffelst, kann ich ja schon mal in die Endphase starten, weil ich wollte ja alle Sorten zusammen mal probieren. Da kann ich sie auch gleich noch mal zeigen. Black Sherry, genau. Kann man jetzt hier leider nicht so reinhalten. Das hat keinen Sinn. Aber schenk mir von jedem jetzt hier noch mal einen kleinen Schluck ein. Mach doch nicht noch mal. So, Black Sherry. Dann hat man ja unsere Cotton Candy, also Zuckerwatte. Die sah so aus. Schenken wir mal einen kleinen Schluck ein. Ach so, du machst jetzt einen Mix? Dann hier haben wir ja unseren Bubblegum. Der war cool. Schenken wir mal einen kleinen Schluck ein. Ich dachte, die Schlücke sind so klein. Das Glas wird niemals voll. Dann Äppler oder was? Äppelboy. Dann hat man Limette hier. Ne? Lime Ricky. Yo, das hat die beste Farbe gehabt. Ich bin froh, dass man das einmal gemacht hat. Da muss man es wenigstens nie wieder machen. Aber sieht schon stark aus. Dann habt ihr hier die Ananas gehabt. Das ist auch stark. Das ist auch gelb. Mensch Katzen, was macht ihr denn? Dann hat man Orange. Hier Orange wieder. Hat auch das Gesicht drauf gehabt. Das weiß ich trotzdem nicht mehr, wie ich es am besten geschenkt habe nun eigentlich. Tja, musst du nochmal hier, zack, da brennt der Hut und da ist die Scheiße drauf, weil das war Cream Soda. Ich glaube, das Letzte war das Beste. Das Rootbier, weil an anderes kannst du dich nicht mehr erinnern. So, hier ja gesagt, das ist eigentlich Lila. Hier unten am Boden erkennt ihr es jetzt richtig gut. Guckt euch das an. Das war die Grape am Boden. Zack. Wenn man das so hält, dass es nur leicht durchschimmert, war das das Grape. Guck, wenn ich das einschenke. Oh mein Gott. Guck, wenn es auf dem Tisch fliegt. Oh mein Gott. Wie das einfach grapet.
Da war das Weiße, das war das Eis, wo man keine Ahnung hat. So, und am Ende Hutbier, glaube ich, da muss Pupsi brechen, wenn sie das schmeckt. Habt ihr hier, das sieht jetzt auch hier so. Alter, genug erinnert mich trotzdem an irgendwas. Wie was Chemisches, also wie immer. Ja, was Chemisches auf jeden Fall. So, beim Hutbier habe ich auch am wenigsten drin gelassen. Da ist jetzt alles hier übrig. In so einer alten das Kneipe. Glas. So eine alte Kneipe, der Flur, der ist Klo. Ist jetzt voll. Das Klo in der alten Kneipe. Das Klo in der alten Kneipe. Ja, das ist mit dieser Klostein. Klostein, okay. Da hat sie sich aber jetzt schön was ausgedacht. Würde ich sagen, das war's jetzt von meiner Seite aus, von der Muttertierseite aus, weil wir müssen da jetzt hier das Glas noch trinken. Das machen wir extra mal so. Und hat's geschmeckt, hat's Spaß gemacht, ja. Hui, gerne wieder. Aber ist ganz schön viel, ne? No. Macht's Plus weg, genau, Sockenschuss. Ja, ich trinke jetzt einfach mein Bier, weil Sandra kommt. Ich muss es noch austrinken. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Guck dir das Glas an, es ist alles beschlagen, es ist so kalt und es ist so erfrischend. Aber jetzt merkst du das Rotbier, weil davon war das meiste drin. So, Pupsi, jetzt darfst du alle probieren, aber das seht ihr nicht, denn das ist verboten. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Muttertier. Ciao.